Und damit herzlich willkommen zu... Oh, ich habe was vergessen. Ich kann... Oh nein, ich kann ja hier nicht... Ah, fängt wieder gut an. Ne? Ich kann heute nicht hier so in die Kamera... Manu. Schade, schade, Schokolade. Auf jeden Fall, herzlich willkommen zu New Super Lucky's Tale. Wir sind hier in einem... Ja, Labyrinth, würde ich mal behaupten. Das sieht sehr labyrinthisch aus, auf jeden Fall. Und hier müssen wir Schirme aufspannen. Falls ihr es vergessen habt, was natürlich der Fall sein wird. Ich schau mal, ob wir es schaffen. Ja, da hinten hatte ich nämlich meine trockenen alten Augen haben hier diesen Schirm nämlich gesehen. Was haben wir denn? Country Wurmling. Ich hoffe, dass der große Wurmling im Himmel auf mich herablächelt. Ich muss Erlösung finden. Okay. 4 von 5. Da haben wir es schon fast. So, da. Dieser Schatten ist wirklich himmlisch. Die Hitze scheint mir schon zu Kopf gestiegen zu sein. Ich könnte schwören, einen Geist gesehen zu haben. Bestimmt der große Wurmling, der von oben herab. Wir schauen mal auf die Karte. Ah, okay. Wir sind da und da haben wir noch einen Schirm, der uns fehlt. Schön. Warte mal, wo war das? Da, okay. Das hilft uns sehr. Ganz bestimmt. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Den Rest haben wir ja in diesem Level... Oh, da ist er. In der Anfangszone. Ja. Wir schweigen über diesen Vorfall. Nein, was ich sagen wollte. Den Rest haben wir ja soweit schon gefunden. Wir haben alle Buchstaben. Wir haben den Sonderlevel. Und wir haben 523 Münzen. Ja, und ich weiß nicht, diese Geister, die hier so rumstehen... Oh, ich kann doch mit denen reden. Funkiger Spooky. Hier in der Sonne ist es lustig, aber ohne meine Ghoul-Freundin ist es ein wenig langweilig. Ich habe sie zwar gebeten, mitzukommen, aber ich glaube, sie war einfach nicht mit dem Herzen dabei. Okay, das ist traurig. Ist alleine im Urlaub. Ich meine, klar, alleine im Urlaub ist jetzt okay. Gibt es mehr Leute, die das mal machen? Alles klar, aber... Dass sie nicht mitkommen will, ist ja schade. Hi, Stinky. Es ist die reinste Folter, im Paradies gefangen zu sein. Wow, das ist tiefgründig. So, dann machen wir wenigstens mal ein bisschen Schatten. Du bist eine Bedrohung, weißt du das? Du findest das wahrscheinlich witzig, aber einige von uns versuchen hier zu arbeiten. Aber weißt du was? Schon gut. Mach nur so viel Schatten, wie du willst, Kätzchen. Ich stehe da total drüber. Manche von uns sind eben Profis. Hashtag, du kannst mir nicht die Sonne stehlen. Ich hasse sie. Wow, sie hat wirklich krasse Stimmungsschwankungen, wa? Sie hat ja richtig Dampf abgelassen. Ah, immerhin sind die restlichen Gäste ein wenig abgekühlt. Hier, irgendjemand hat das im Fundbüro für dich abgegeben. Es steht dein Name drauf. Tut mir leid wegen all der Schwierigkeiten, kleiner Dude. Eine Karte. Wir haben es ja kaum erwartet, dass diese Karte da ist. Und damit haben wir die nächste Karte auf dem Weg ins... Ich glaube, wir sind unterwegs nach Sky Castle. Oder ne, am Anfang waren wir in Sky Castle. Das war der erste Level. Ich muss gestehen, so richtig weiß ich nicht, wohin wir gehen. Wir laufen einfach mal durch und schauen mal, wo uns das hinführt. Wie ich ja schon gesagt habe, tiefgründig, Interpretation und so weiter hier schwierig. Aber ist halt witzig, ne? Fuchs gegen Katze. Hi. Visionärin, Soundarchitektin, Fashion-Trendsetterin, Virtuosin, Lichtgestalt, Pop-Ikone, unkonventionelle Tabubrecherin. Nenn mich, wie du willst. Aber das hier sind deine Optionen. Mehrfache Antworten sind akzeptabel. Schicka. Was? Okay, gerade hat er mindestens einmal Schicka gesagt. Fand ich gut. So. Oh nein. Gerade einfach mal 5 Hotdogs weggeflogen. Das tut mir leid, das wollte ich nicht. Ein Rätsel. Kann ich ja nicht. Ja, hier kann ich stehen. Platsch. Fluffy mag wie ein großer Marshmallow aussehen, aber er besteht nur aus Muskeln. Oder was ja? Wie war das? Du magst Herausforderungen? Na dann bereite dich auf ein richtiges Kopfzerbrechen vor. So. Und ich muss auch sagen, ich bin nicht so der große Stimmkünstler.
Ein paar Stimmen kann ich und wie ihr vielleicht seht, diese paar Stimmen, die ich kann, benutze ich, sagen wir mal, häufig. aber ist, glaube ich, okay. Warte mal, ich muss eben überlegen. Nee, das macht noch keinen Sinn. Das macht noch keinen Sinn. So herum. Und dann sollte das... So herum und dann sollte das funktionieren. Mist. Warte mal. Nee. So, du bist wieder dahin. Ich weiß nicht, was ich tue. Das war jetzt ganz klug. Warte mal. Ich krieg das noch hin. So. Ich, ab und an merkst du, muss ich mal eben kurz nachdenken. Und das mit dem Nachdenken hat gerade nicht funktioniert. So bringt's nämlich gar nichts. Ne? Ja. Ich glaube, ich brauche noch mal Hilfe von einem Kumpanen hier oben. Wenn wir nämlich ihmchen dahin stellen und so. Warte mal. Das kann nicht so schwierig sein. Es darf nicht so schwierig sein. Ich will. So, jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's, glaube ich. Ne, habe ich nicht. ich hab's doch. Ich hab's ja fast geschafft. Oder? Ich habe mich innerlich nur ein bisschen aufgehängt. Das Stack Overflow und so. So, jetzt haben wir es doch. Ja. Ne, haben wir nicht. Das ist bestimmt ein großer Fehler, den ich hier gerade begehe, oder? Nee, das ergibt keinen Sinn. Aber wenn ich hier einen dazwischen stehen habe, oder ich mache das so. Ja! Nein! Oh Manu! Sag mal an! Den kriege ich dann nicht mehr weg, der wohnt da jetzt. So. Nee, das war nicht richtig. Oh, ich glaube, ich habe mich verrannt. Ich glaube, ich komme nicht mehr auf die Lösung. Weil, weißt du warum? Ich kriege den jetzt nicht mehr in die Mitte. Ne? Und den muss ich irgendwie in die Mitte bekommen. Außer, ich mache das so. Aber wenn ich das so mache, dann habe ich ja noch ein Problem. Dann sind die beiden ja jetzt so. Und ihn bekomme ich dann auch nicht mehr dahin.
Der ist aber frech. Ist ein freches Rätsel. Ich meine, klar, ich könnte jetzt versuchen, aber den kriege ich halt nicht mehr rüber, ne? Dass ich hier einen stehen habe. Am besten wäre halt, wenn ich hier unten einen stehen haben könnte. Warte mal. Ich glaube. Okay. Ich hab gerade eben ein wenig Brainfart gehabt. So. Jetzt haben wir's. Da war ich so kurz davor. Hi. Hat ein bisschen gedauert. Du hast es leicht aussehen, Lucky. Ja, geht so. Vielleicht wirst du der jüngste Wächter aller Zeiten. Leicht kann ich nicht unterschreiben. Ich hab's aussehen lassen. Das auf jeden Fall. Was auch immer das bedeutet. So, wenn du mehr Seiten sammelst, öffnest du mehr Portale. Jo, das ist ja auch der Sinn der ganzen Übung. Schön. Das war eine schwere Geburt, aber ich möchte wetten, es kann viel, viel schlimmer sein. Ich hoffe mal, dass es okay ist, dass es manchmal ein bisschen dauert. Und wo wir gerade dabei sind, zurück weiter ins nächste Brainfart-Museum. Hallo, mein Freund. Willst du zum Konzert von Lady M gehen? Ja, ich habe davon gehört, aber ich muss weiterarbeiten. Sieh dir mal ein neues Rätsel an. Toll, da sind zwei umgefallen. Ich schlag sie erstmal alle und dann gucken wir mal, wohin uns das führt. So wäre natürlich schön, aber das bringt mir ja nichts. Ich könnte, aber warte mal. Machen wir hier the oldest room. Warte mal, hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ich hatte gerade eben habe ich eine Lösung im Kopf gehabt. Könnte ich schwören. Wow, voll der Combo einfach. So. Ah, okay. Ja. Alles klar, wunderschön. Oh, das ist, manchmal echt muss man um die Ecken denken. Das ist voll schön. Das gefällt mir. Ha! Serotonin. Danke sehr dafür, Spiel. Schön, schön. Hi. Du wirst immer besser, Lucky. Vielleicht solltest du darüber nachdenken, Rätsel zu deinem Beruf zu machen, falls diese ganze Wächtersache nicht aufgeben sollte. Ja, mal schauen. Ich glaube, wir werden. Also, ich würde schon gerne, Wächter werden. Obwohl ich noch nicht mal genau weiß, was mir das bringt. Aber. Würde ich schon mal gerne machen. Irgendwo ist hier noch ein viertes Rätsel, habe ich so das Gefühl. Hier könnte noch ein Rätsel sein. Nicht zu nah an die Tür, ich will die nicht aus Versehen öffnen. Hi, was machst du eigentlich so? Niemand ist ein größerer Star als Lady Marmalade. Wenn du den Beweis willst, dann sieh ihr letztes Posting an. Dort schreibt sie, und ich zitiere, niemand ist ein größerer Star als Lady Marmalade. Lady Marmalade, ne? Ja. Hashtag Butter. Weiß ich nicht. Bleib Gefahren fern, okay. Da sind viele Felder, ich hab jetzt schon Angst. Oh nein. Also gut, ich hab da noch eines für dich, Jungchen. Ich hoffe, es gefällt dir. Ja, das gefällt mir sogar sehr gut. Ja, das ist eines der schöneren. So ein schönes Rätsel haben wir noch lange nicht gesehen. Es tut so, als wäre es ja geradezu unglaublich kompliziert.
eines der kompliziertesten der Welt. Und soll ich euch was sagen? Ich glaube, es hat recht. Warte mal. So, ich bin mehr als überrascht, dass wir uns hier treffen, Mr. Bond. Ich habe gerade erst gedacht, ich hätte die Lösung sofort gehabt, aber hier Pustekuchen aus nichts wird nichts, Mr. Bond. Ich habe auf Sie gewartet. Das, so bringt mir das natürlich nichts, was ich hier gerade mache. Ich tausche einfach nur irgendwelche Spielsteine aus. Uiuiuiui. Oh. Ich sage oha und freue mich harre der Dinge, die da kommen. Hier kommen die natürlich nicht raus. Ich könnte aber hier so ein Kätzchen dazwischen schieben. Ich brauche die ja irgendwie da draußen. Also da könnte ich jetzt so machen. Warte. Ach scheiße, ich muss das nochmal zurückschieben. Warte, warte. Habt ihr ein bisschen Geduld mit dem alten Menschen hier? So, einmal so. Komm. So, einmal ihnchen, dann ihn, dann dort, dann da, dann, das bringt ja überhaupt nichts, was ich da mache. Aua. Vielleicht bringt's ja doch was, wir werden mal sehen. So. So. Damit wir zumindest die Kätzchen hier oben aus dem Fältchen haben. Die Kätzchen, ja. Die Kätzchen sind natürlich Füchse. Wollte ich nur gesagt haben. Falls hier, falls da Verwirrung herrschte, das sind Füchse, das sind keine Kätzchen. So. Damit hier auch alles gut läuft. Warte mal. Achso, ja. Ne, dann kriege ich die Katze dann nicht mehr raus. Den Fuchs. Dann kriege ich den Fuchs dann nicht mehr raus. Oh, das ist aber frech. Wie kriege ich das denn jetzt hin? Also wenn ich das so mache, das bringt mir überhaupt nichts. Weißt du? Und jetzt habe ich das andere Problem, dass ich mir die Lösung, glaube ich, jetzt erstmal wirklich verbaut habe. Ich mache nochmal, oder? Warte mal, mache ich nochmal von vorne? Ich muss mir das gerade mal genauer anschauen. Ich glaube, ich mache nochmal von vorne. Ich glaube, dass das wirklich, dass sie hier irgendwie rein müssen. Aber ich kriege ja nur mal so. Also die beiden hier, die kann ich ja nur noch so bewegen. Da ändert sich nichts mehr dran. Genau das gleiche ist mit denen hier. Das heißt, da kann ich nichts mehr dran ändern. Einzige, was ich halt machen könnte, was irgendwie versuchbar wäre, was ich aber so jetzt nicht mehr schaffe, glaube ich, ist, wenn ich halt... Mal. So. Ja, es bringt mir viel. Ich könnte. Aber, naja, dann tausche ich ja nur. Das ist ja so doof, ne? Weil jetzt könnte ich den natürlich hier runterbringen. Ist natürlich toll, aber dann kriege ich ihn hier nicht mehr raus. Weißt du? Weil dann schiebe ich den nach hinten. Alles schön und gut. Und man denkt dann, haha, ist ja super. Oh, warte mal. Man nennt mich auch den großen, allmächtigen Brain Fatius der Zweite. Ja, weiß ich nicht, ob ich so genannt werde, aber
Brain Fatius hat gerade gemerkt, dass er dumm ist. Weil wie kriege ich den hier dann weg? Nein! Vor allem, wie kriege ich den jetzt allgemein weg? Jetzt habe ich mir... Hör mal. Also gut, ich habe da noch eines für dich. Ja, das Schlimmste ist. Also es wird immer mindestens einer hier oben stehen bleiben, sag ich mal. Also in diesen Vierecken muss immer einer stehen bleiben. Oder was heißt in den Vierecken? Hier bei diesen, ich weiß, was ich meine. Ah, warte mal. Ich habe gerade kurzzeitig eventuell. Aber ja, eventuell hilft mir auch nicht. Also so wäre natürlich klasse. Ich müsste das so machen, dass das gerade eben, also dieses Bild, wenn ich das so hätte, wenn er und er die Plätze getauscht hätten, dann wäre das jetzt toll gewesen. Und ich glaube, das könnte ein bisschen dauern, bis ich das jetzt hin und her geschoben habe. Vor allem, weil ich jetzt die beiden da geschoben habe. Wie kriegt denn Brain Fatius der Mächtige jetzt das hin? Vor allen Dingen, warte mal, ich muss mal eben. Ich tausche die erstmal. Vielleicht kriege ich es ja hin. So, dann haben wir nämlich einmal so und so. So, dann nehme ich einmal ihn weg. Dann den aus dem Leben. Dann so und dann geht dann Schuh raus. Sehr schön. Ich hatte kurz die Befürchtung, dass es nicht klappt. Ha! Das dürfte, glaube ich, das letzte Rätsel des Spiels gewesen sein, wenn ich mich nicht sogar vertue. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe mir sagen lassen, dass wir uns langsam und allmählich doch mit großen Schritten dem Ende dieses Spiels zuneigen. Vorarbeiter Flint, wenn du Jinx so verfolgst, wie du diese Rätsel löst, werden wir alle keine Probleme mehr haben. Viel Glück, keiner Kumpel. Keiner Kumpel. Wir sind Kumpel von keinem. So, und dann würde ich mich, glaube ich, direkt. Also, worum geht es nochmal bei all diesem Lernen? Ich verstehe die heutige Jugend einfach nicht. Okay, ich würde mich, glaube ich, mal darauf konzentrieren, dass wir uns mal am Ende einer Folge befinden. Ich weiß, das mag den einen oder anderen von euch jetzt entsetzen, dass so etwas passiert, dass Folgen enden. Der andere, der. Also du gerade denkst ja, Gott sei Dank ist vorbei. Also will ich auch nicht lange aufhalten. Danke fürs Zusehen und man sieht sich in der nächsten Folge. Ciao.